Herr Löw, Gerüchten zufolge sollen Sie nächstes Jahr den FC Invalide 0815 trainieren. Stimmt das? Nein, das sind ja Spekulationen. Also ich meine, damit wird man immer wieder mal konfrontiert. Wie fänden Sie denn diese Stelle beim FC Invalide 0815 als Trainer? Das ist für mich mit das Schönste und Beste, was es gibt. Da gibt es nicht viel bessere Jobs auf dieser Welt. Und Schweinis Reaktion auf den Wechsel von Jogi Löw zu FC Invalide 0815? Zählt Ihre zukünftige Mannschaft denn als Titelanwärter? Dass ich mir natürlich zum Favoritenkreis zähle, ich meine, das ist ja uns schon bewusst. Ich meine, das hätte ja auch was mit dem letzten Jahr zu tun oder sowas. Mit den Spielen, mit den Ergebnissen, klar. Ich glaube, dass wir jetzt damit auch leben. Warum soll man nicht damit leben? Wir haben ja auch große Ziele. Wir wollen ja auch irgendwie jetzt mal, oder wie immer beim Turnier, auch 2010 so weit kommen wie irgend möglich. Ja gut, Herr Klopp, würde denn Ihre Mannschaft den FC Invalide besiegen können? Ist das möglich? Nee, aber so wie wir Fußball spielen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht groß, dass... Jetzt ist es ja so, der FC Invalide hat schon den ein oder anderen Spieler abgeben müssen. Was sagen Sie dazu? Nichts, mir sind die Hände gebunden. Das ist, wenn die anderen Vereine blöd genug sind, die Jungs zu holen, kann ich ja nicht ändern. Natürlich wollten wir von Beckenbauer und Co. auch wissen, für wen ihr Herz heimlich schlägt. Gut, sicherlich ist das natürlich der FC Invalide. Oh, das ist natürlich der FC Invalide 0815. Das ist natürlich ganz klar der FC Invalide 0815. Ja, ich würde sagen, das ist der FC Invalide 0815. So, jetzt möchte ich mal von Thomas Müller wissen, weil er ja beim FC Bayern spielt, für wessen Mannschaft sei Herz trotzdem schlecht. Ja gut, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren. Das ist Bayern ganz... Bayern München! Was? Hast du es gesagt, ha? Schlechte, oder kriegst du einen in deinen Knacken rein, das Brugger-Coach, du... Der ist so ein Arschloch. War das ein Fan? Das war einfach bloß ein Arschloch. Also was ist denn Ihre Lieblingsmannschaft ganz persönlich? Wenn Sie das beantwortet hätten, wäre das nicht schlecht. Das ist ganz klar, natürlich. Der FC Invalide 0815, das ist einfach die geilste Mannschaft, die ich kenne. Also ich würde schon gerne mal für die Spiele, aber dafür bin ich halt einfach zu schlecht, würde ich sagen. Dankeschön. Manu, als Bayern-Spieler hast du ja letzte zwei Jahre nicht so viel zu feiern gehabt. Aber was kommt in deiner Meinung nach raus, wenn die Invalidenspieler nach Straßdorf aus dem Pokal saufen? Urin. Neue Umfragen haben ergeben, dass es anscheinend so sein soll, dass Pommes 08 besser ist als FC Invalide. Stimmt das denn wirklich? Ich meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also, wenn... Und ihr zwei wartet also auf den Invalide-Bus, oder? Ja, der wird gleich kommen. Oh, die Jungs, die sind so süß. Oh, der will unbedingt der Urkram davor. Oh, da kommt er schon.